Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem XXL-Lesemonat. Ich habe im März 13 Bücher gelesen. What? Ich weiß auch noch nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber es sind echt 13 Bücher. Und es sind natürlich teilweise sehr, sehr dünne Bücher, aber auch teilweise echt solch dicken Bücher mit 700, 800 Seiten. Also ich habe keine Ahnung, wie ich es hingekriegt habe, 13 Bücher zu lesen. Aber das ist bis jetzt auf jeden Fall mein bester Lesemonat dieses Jahr. Und ich habe die Bücher jetzt alle hier mal neben mich gelegt. Und ich würde sagen, ich nehme einfach immer von oben und gucke jetzt nicht nach der Reihenfolge, wie ich die gelesen habe, denn rein theoretisch kennt ihr ja die Bücher alle schon. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Lesemonat und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Bevor wir mit dem Lesemonat anfangen, würde ich sagen, wir machen das wieder so wie das letzte Mal. Ich gebe euch nicht nochmal eine komplette Inhaltsangabe zu den Büchern, sondern sage euch nur kurz, wie sie mir gefallen haben, weil sonst wird dieses Video wieder so unglaublich lang. Ihr wisst, ich kann mich nicht kurz fassen. Ich rede immer zu viel. Und wenn ihr genaueres zu den Büchern wissen wollt, es gibt ja eigentlich zu jedem Buch auch nochmal ein extra Video mit einer Rezension drinne, dann schaut euch das einfach nochmal an. Aber ansonsten kriegt ihr jetzt hier meine kurz- und knackig Version, wie mir die Bücher gefallen haben. Aber ich befürchte, dass dieses Video trotzdem wieder extrem lang werden wird. Schauen wir mal. Ich gebe mein Bestes und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Buch an. Und das erste Buch auf meinem Stapel ist Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Und oh mein Gott, dieses Buch war so unglaublich gut. Das war echt so toll. Ich hatte das Buch ja schon so ein bisschen jetzt hier rumliegen und habe es nicht gleich gelesen, als ich es bekommen habe, weil ich so ein bisschen ja Angst vor der Geschichte hatte, weil es ja so eine Schüler-Lehrer-Geschichte ist. Und ich habe bisher nur Schüler-Lehrer-Geschichten gelesen, die jetzt nicht so meins war, wo ich das auch alles nicht so prickelnd fand von der Geschichte her. Aber Verliebt in Mr. Daniels, es ist so viel mehr wie eine Schüler-Lehrer-Geschichte. Das kann ich euch nur sagen. Es ist so, so toll. Es hat mein Herz berührt. Ich habe geweint. Ich habe gelitten. Ich habe mich gefreut. Ich war wütend. Und ach, es war einfach so ein Buch, was mir wieder richtig nahe gegangen ist. Und das schafft ja die Autorin immer. Und ich kann euch Verliebt in Mr. Daniels wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr auch wie ich Angst habt davor, weil das so eine Schüler-Lehrer-Geschichte ist, kann ich euch nur sagen, es ist nicht schlimm. Das Ganze wird zwar thematisiert, das mit dem Schüler-Lehrer-Sein, aber es ist jetzt nicht das Hauptding in der Geschichte. Also es ist wichtig für die Geschichte, aber es ist jetzt nicht das große, große Hauptding. Und deswegen, es ist so toll. Es ist so viel mehr. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe die Handlung. Es ist einfach eine so tolle Geschichte. Und ihr müsst Verliebt in Mr. Daniels lesen. Es ist so, so toll. Und ich liebe, liebe, liebe es. Und dieses Buch schreit definitiv mit nach Jahreshighlight für mich. Und ja, ich kann euch Verliebt in Mr. Daniels nur empfehlen. Lest es. Es ist so toll. Es ist so toll. Es ist so toll. I love it. I love it. I love it. Das zweite Buch auf meinem Stapel ist Play On, Dunkles Spiel von Samantha Young. Ja, ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Samantha Young-Fan und ich liebe die Edinburgh Love Stories und ich mag die ersten zwei Bücher der Hartwell-Reihe auch total gerne. Und ja, war jetzt auf Play On, Dunkles Spiel sehr, sehr gespannt und muss aber sagen, dass dieses Buch mich mehr enttäuscht hat als alles andere. Ich fand den Aufbau der Geschichte sehr verwirrend für mich, denn man macht hier verschiedene Sprünge in der Geschichte mit verschiedenen Zeiten. Und ich finde, das war irgendwie alles ein bisschen verwirrend für mich und das war auch irgendwie ein bisschen viel für die Geschichte. Also man hat einmal diese Vorgeschichte, dann die Hauptgeschichte und dann was dann danach ist in der Geschichte und also das hat mir vom Aufbau her überhaupt nicht gefallen und das hat für mich dadurch auch das Buch so ein bisschen kaputt gemacht. Denn man muss sagen, dass durch diese Zeitsprünge man das alles auch nicht mehr so hundertprozentig greifen konnte, was mit den Charakteren passiert ist in dieser Zwischenzeit, weil das erfährt man ja nicht gleich. Und ja, also es war eine nette Geschichte. Ich mochte das Buch im Großen und Ganzen, war aber jetzt nichts, wo ich sage, dass ich es mega toll fand, dass ich übelst begeistert war, das leider nicht. Also es ist eine gute, solide Geschichte, aber mehr leider halt auch nicht und ich war echt enttäuscht. Ich habe mir hier echt mehr erhofft und ich finde auch das, was hinten drauf steht, spoilert sowas von das Ende. Also weil das, was hier hinten drauf steht, passiert ist auf den letzten 100 Seiten, 80 Seiten und ich habe das nicht verstanden, warum man das so hinten drauf schreibt, weil man wartet ja die ganze Zeit, dass das, was hinten drauf steht, passiert und dann, wenn man liest, denkt man sich einfach nur, what, das ist mal fast das komplette Ende, was hier hinten drauf steht. Ich verstehe es nicht. Und ich finde auch den Titel Play On, Dunkles Spiel nicht gut gewählt, denn dieses dunkle Spiel passiert nur ganz kurz am Ende. Also nee, ich habe mir echt was anderes von der Geschichte auch erwartet, als das, was es war. Und das fand ich schade. Und ja,
War leider, wie gesagt, mehr enttäuschend als alles andere für mich. Und es ist aber im Großen und Ganzen eine gute, solide Geschichte. Aber halt nichts, wo ich sage, dass ihr das unbedingt lesen müsst. Nein. Aber das Buch, was jetzt kommt, ist so ein, was ihr unbedingt lesen solltet, Buch. Und zwar ist das Diamonds for Love, der zweite Teil Verlockende Nähe von Leila Hagen. Ich habe ja den ersten Teil einfach vom Verlag zugeschickt bekommen, wie viele andere Blogger auch, und war ja so begeistert, ne? Und habe dann den Verlag gleich gefragt, ob ich den zweiten Teil auch haben kann. Und den haben sie mir netterweise auch zugeschickt. Und was soll ich sagen? Der zweite steht dem ersten in nichts nach. Ich fand die Handlung wieder toll. Ich fand die Charaktere toll. Ich liebe diese Familie. Und ich finde das einfach toll, weil das Geschichten sind, die so normal sind. Das sind Geschichten, die jedem passieren kann. Das sind Geschichten, die... Ja, so ein bisschen unrealistisch ist das. Also ein bisschen unrealistisch ist das Ganze schon, aber es sind halt nicht so übertrieben dramatisierte Geschichten, sondern so ein richtig tolles, süße Liebesgeschichten, wo ich super abschalten kann. Und die haben mir sehr, sehr viel Freude gemacht beim Lesen auch. Und der zweite Teil hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich liebe Logan. Logan ist toll. Logan ist ein so toller Charakter und diese ganze Familie ist einfach toll. Und ich freue mich auf jeden weiteren Teil, der hier zu dieser Reihe noch kommt, und kann euch die Diamonds for Love-Reihe von Leila Hagen definitiv nur empfehlen. Es sind richtig tolle, süße Liebesgeschichten. Es sind erotische Liebesgeschichten, aber es ist jetzt nicht extrem viel Drama in diesen Büchern. Also wer auf extrem viel Drama steht, wie in einem anderen Buch, was gleich kommt, dann solltet ihr die Finger davon lassen, weil euch das wahrscheinlich dann zu langweilig werden könnte, weil halt nicht extrem viel Drama in diesem Buch passiert. Aber das macht es für mich halt wieder so normal und so bodenständig und so, das könnte mir auch passieren. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen Diamonds for Love. Eine Empfehlung an alle, die gerne niedliche, erotische Liebesgeschichten lesen, die jetzt nicht zu überspitzt sind. Und ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. Da geht es um Pippa, um die älteste Schwester. Und ich bin schon so auf ihre Geschichte gespannt, denn man hat im ersten und zweiten Teil schon mitbekommen, was bei Pippa so alles los ist. Und es ist nicht cool, was bei ihr da so passiert ist, und deswegen freue ich mich auf den dritten Teil und hoffe, dass das für Pippa dann auch ein gutes Ende nimmt. Und ja, der dritte Teil kommt aber erst im Juli, glaube ich, raus. Was ich sehr, sehr schade. Aber ich werde mich bis Juli jetzt gedulden, denn oh, I love it. Ich freue mich auf den dritten Teil. Ta-ta-ta-ta. Machen wir weiter mit den nächsten zwei Büchern. Und zwar ist das einmal Game of Hearts und Game of Passion von Geneva Lee. Den ersten Teil hat mir mein Schatzi ja mitgeschenkt, noch nachträglich zum Valentinstag. Und den zweiten Teil habe ich ja netterweise vom Verlag bekommen. Und ja, Game of Hearts und Game of Passion, was kann ich dazu sagen? Auch die Bücher haben mir gut gefallen. Ich fand den Ansatz der Geschichte gut. Im zweiten Teil nahm das Ganze so ein bisschen so eine überspitzte Wendung noch mit an, wo ich mir dachte, so, wenn ihr jetzt noch einen raushaut, wird es mir so ein bisschen viel. Also gerade das Ende war für mich schon sehr schockierend, was da noch ans Licht gekommen ist, was die eine Polizistin da gesagt hat. Denn in diesen Büchern muss quasi ein Mord aufgeklärt werden, und was da am Ende bezüglich dieses Mordes rausgekommen ist, war mal so krass, dass ich mir nur gedacht habe, what the fuck? Was? Was geht hier bitte ab? Und ja, ich bin jetzt schon sehr auf den dritten Teil gespannt. Der kommt jetzt im April mit raus. Und ich hoffe, dass das ein gutes, plausibles Ende nimmt, das Ganze. Und dass das nicht irgendwie zu weird wird, also zu unwirklich, zu unrealistisch. Ansonsten konnten mich die Bücher begeistern. Es waren meine ersten Bücher von Geneva Lee. Und ich hatte so ein bisschen Angst davor, aber es sind gute Bücher. Also es sind jetzt keine Bücher, die mich auch extrem begeistern konnten. Aber es sind Bücher, die definitiv mal ein bisschen abwechslungsreich sind. Denn ich mag den Verlauf der Geschichte. Ich mag, wie Geneva Lee die Geschichte erzählt hat. Ja, ich kann nur sagen, dass mir Game of Hearts und Game of Passion von Geneva Lee gut gefallen hat. Ich fand diesen Ansatz mit diesem Mord in der Geschichte gut. Ich fand das mit diesem Dealer im zweiten Teil richtig gut. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Auflösung und wie das Ganze am Ende ausgeht. Und ich hoffe wirklich, dass das Ganze am Ende einen Sinn hat und dass dann nicht so eine crazy abgefuckte Geschichte wird, die man nicht verstehen kann. Und ja, wie gesagt, dass gerade das Ende mit diesem, was da rausgekommen ist, war für mich echt sehr schockierend, und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was geht hier ab? Und da kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, außer dass ich die Bücher gut fand und es spannend fand, was da passiert ist, und ich mich jetzt auf den dritten Teil freue. Kommen wir zum nächsten Buch, und das war so der Fail des Monats. Und wer meine Videos geguckt hat, weiß, dass ich jetzt Bourbon Kings in die Kamera halte. Und ich mag dieses Buch einfach so schlecht, ne? Ich möchte jetzt nicht wieder sehr ausführlich werden. Schaut in dem Video da vorbei, wenn ihr genaueres wissen wollt. Aber ich fand dieses Buch einfach nur schlecht. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Und ich fand es einfach zu viel von allem. Und ich werde da definitiv auch nicht weiterlesen. Dieses Buch wird dann auch irgendwann mal wieder hier ausziehen. Und ja, ich mochte es überhaupt nicht. Ich habe die Charaktere nicht verstanden. Ich fand, das war von der Handlung her einfach alles zu viel. Und also diese ganze Art und Weise in diesem Buch auch, ach, das war alles nicht meins. Lassen wir das Thema
Birm Kings war. Aber ich habe es bis zum Ende gelesen, denn ich habe das mit Sarah zusammen gelesen. Und wir beide haben immer geschrieben, dass wir es schlecht finden. Aber keiner von uns hat mal geschrieben, ob wir es denn nicht abbrechen wollen. Und so haben wir es beide bis zum Ende durchgezogen, obwohl wir es beide eigentlich gerne abgebrochen hätten. Oh, fehlende Kommunikation an dieser Stelle, möchte ich mal sagen. Aber ich habe es jetzt durchgezogen und kann für mich behaupten, ich weiß, dass dieser Scheiß für mich am Ende nicht besser wird. Und deswegen lassen wir das Ganze einfach. Bourbon Kings ist ein Buch, was die Menschheit nicht braucht. Entschuldigung, alle Bourbon Kings-Fans da draußen, es tut mir leid, aber ich fand es einfach nur schrecklich. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Jetzt ist mir mein Bein eingeschlafen. Verdammte Mist. Oh, kennt ihr das, wenn das so fies kribbelt, wenn das wieder wach wird? Oh, ganz schrecklich. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar ist das der erste Teil der Ivy Years-Reihe, Bevor wir fallen, von Serena Bowne. Und ich muss sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat, aber es kein Buch war, was mich extrem begeistern konnte. Also es ist eine gute, solide, nur Adult-Geschichte. Aber irgendwie hat hier das gewisse Etwas hat gefehlt. Dieses Zing hat gefehlt, dass ich sage, dieses Buch hat mich total berührt, so wie bei Verliebte Mr. Daniels, wisst ihr? Also es ist eine gute, solide New Adult Geschichte. Ich mochte das Feeling in dem Buch. Dieses College war cool beschrieben. Und was die Charaktere betrifft, hatte ich mit Adam so hier so meine Probleme. Vielleicht lag es auch daran, dass das Buch mich nicht so tausendprozentig überzeugen konnte. Aber ich weiß es nicht genau. Also ich kann euch nicht sagen, so hundertprozentig, woran das hier lag. Ich vermute, es lag daran, dass Adam mir streckenweise sehr unsympathisch war. Das ist seine ganze Art und Weise. Und ich dachte so, was tut er bitte? Na, ich verstehe es nicht. Und auf jeden Fall fand ich den ersten Teil der Ivy Years so im Großen und Ganzen gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Handlung. Wie gesagt, mit den Charakteren hatte ich mit Adam so meine Probleme. Das Setting fand ich toll und ich mochte auch den Schreibstil wieder. Ich finde, es ist eine gute, solide New Adult-Geschichte, die alle New Adult-Fans mitlesen sollten. Aber es haut mich jetzt halt hier echt nicht vom Hocker. Und ich hoffe, dass die weiteren Teile dann ein bisschen besser werden. Ich war ja letztes Jahr von der Vermont-Reihe von Serena Bowne so mega begeistert. Und ich hatte dadurch natürlich auch extreme Ansprüche an die Autorin. Was man ja eigentlich nicht haben sollte. Gerade wenn man weiß, dass dieses Buch vor der Vermont-Reihe geschrieben wurde. Aber ich kann da jetzt nicht so immer drauf Einfluss nehmen, was mein Kopf manchmal denkt. Also, gute, solide Geschichte, kommt für mich aber nicht an die Vermont-Reihe ran. Und ich hoffe, dass die weiteren Bücher dann definitiv noch ein bisschen besser werden. Und ja, schauen wir mal. Ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar ist das Die Legende der vier Königreiche vereint. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Und ich mochte den zweiten Teil wieder. Ich fand den ersten damals schon richtig gut. Ich habe den total gefeiert. Und ich feiere auch den zweiten Teil total. Ich muss sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das Reich der Sieben Höfe gelesen hat und danach eine andere High-Fantasy-Geschichte liest, fängt man natürlich an, automatisch das Ganze irgendwie zu vergleichen. Und man denkt sich, das Reich der Sieben Höfe ist einfach tausendmal besser. Weil es kommt einfach keine andere High-Fantasy-Geschichte an dieses Buch ran. Und ich habe diesen Monat den dritten Teil ja gelesen von Das Reich der Sieben Höfe. Und alle anderen High-Fantasy-Geschichten, die danach kamen, haben so ein bisschen abgestunken. Und ich habe halt schon versucht, das Ganze für mich so zu verinnerlichen. Und man weiß es ja im Großen und Ganzen vom Kopf her auch. Aber trotzdem ist das so beim Lesen immer so ein Gefühl, dass man denkt so, oh, da kommt es nicht ran, ne? Es kommt da einfach nicht ran. Aber ich muss sagen, von den ganzen High-Fantasy-Geschichten, die ich in letzter Zeit gelesen habe, ist die Legende der vier Königreiche die Reihe, die für mich direkt nach Das Reich der Sieben Höfe kommt. Denn diese Geschichte besticht für mich durch ihre doch brutale Art und Weise teilweise. Und das fand ich richtig gut. Ich fand in diesem Buch die Schwester unserer Protagonistin, sie heißt Olivia, die fand ich so toll. Die ist so psycho, die Frau. Ich bin über die Tage lang nicht mehr fertig geworden. Ich bin da nicht mehr drauf klargekommen, wie die so drauf ist und was die alles gemacht hat. Und das bringt aber für mich dieses gewisse Etwas in die Geschichte. Und ich mochte den zweiten Teil von Die Legende der vier Königreiche wieder sehr. Ich fand die Charaktere toll, ich fand das Setting toll. Ich fand den Schreibstil toll, ich fand die Handlung toll, ich fand, wie sich das Ganze entwickelt hat, richtig gut und ich freue mich jetzt hier echt auf den dritten Teil. Ich kann euch die Legende der vier Königreiche wirklich nur empfehlen. Schaut euch diese Reihe mit an, ich mag sie sehr. Ich mag M, ich mag Cass, ich mag das mit diesen vier Königreichen, die sich untereinander bekriegen und dann diese ganzen Intrigen, die in diesem Buch noch drin vorkommen. Das fand ich einfach alles richtig toll und ich bin jetzt so auf den dritten Teil gespannt. Ich hatte ja gedacht, es ist eine Dilogie, aber nein, es ist eine Trilogie. Mindestens eine Trilogie. Also ich hoffe, dass dann nächstes Jahr im Februar, wenn der dritte Teil kommt, das Ganze dann auch beendet ist. Denn alles, was über Trilogien hinausgeht, ist immer sehr, sehr anstrengend. Und
Ja, bei dem einen Buch weiß ich jetzt, dass es wohl 7 Teile werden sollen, was gleich noch kommt. Das hat mir letztens eine Abonnentin und das unter das Video kommentiert. Da habe ich so gedacht, nein, nicht 7 Teile, bitte tut mir das nicht an. Aber gut, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, die Legende der 4 Königreiche hat mir richtig gut gefallen. Ich kann nur sagen, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall mit an, wenn ihr gerne High-Fantasy-Bücher lest. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, außer I like, I like, I like. Dann habe ich diesen Monat mit der Niki noch ein Buch zusammengelesen. Und zwar war das Vollendet von Neil Schusterman. Das ist der erste Teil. Und ich hatte ja den ersten Teil für mich eigentlich schon aussortiert, weil es mit diesen Hardcovern ist, wie mit Grisha. Man kommt wirklich nur schwer und für teures Geld an die Bücher ran. Und sowas nervt mich ja immer, ne? Auf jeden Fall habe ich da keine Lust zu. Und der vierte Teil ist nicht mehr mit übersetzt worden als Hardcover. Und das fand ich dann auch doof. Und dann hatte ich das Buch schon aussortiert. Dann habe ich aber gesehen, dass es, glaube ich, eine broschierte Ausgabe ist, die da jetzt nochmal neu rauskommt im Juli. Und dann werden die Bücher nochmal neu aufgelegt. Und ich hoffe, dass dann alle 4 Teile auch übersetzt werden, weil dann würde ich mir die broschierten Bücher nämlich kaufen und dann, dass ich dann diese Reihe habe. Denn ich habe jetzt den ersten Teil mit Niki gelesen, um überhaupt zu gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Und ich muss sagen, dass mir der erste Teil richtig gut gefallen hat. Ich mochte hier die Mischung aus verschiedenen Charakteren, aus deren Sicht wir lesen. Also wir haben ja nicht quasi nur einen Protagonisten, sondern wir haben hier im Prinzip 3. Also 3 Charaktere, aus dessen Sichtweisen wir auch lesen, immer im Wechsel. Und das fand ich richtig cool. Ich fand es auch cool am Anfang gemacht, wie sie so zusammengefunden haben, die 3. Ich mochte den Verlauf der Geschichte total und ich finde, das Ende hat so viel Potenzial, dass man da noch so viel draus machen kann. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich die Reihe doch vielleicht irgendwann mal weiterlesen kann. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich mochte den Ansatz der Geschichte. Ich freue mich, wenn das jetzt hier nochmal als broschiertes Buch rauskommt und werde es dann definitiv weiterlesen. Und ich hoffe, dass die bei den broschierten Büchern jetzt alle 4 Teile übersetzen werden. Schauen wir mal. Aber ich mochte Vollendet im Großen und Ganzen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Dann kommen wir mal zu dem Buch, wo die Reihe 7 Teile haben soll, was mir meine Abonnentin geschrieben hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war. Es geht um die schwarze Zauberin von Laurie Forrest und das ist der erste Teil und ich muss sagen, wenn das eine 7-teilige Reihe wird, holla die Waldfee, dann verstehe ich, warum im ersten Teil nicht wirklich viel passiert ist. Denn der erste Teil hier ist wirklich wie so ein Einführungsteil. Die Geschichte startet ganz, ganz langsam. Man wird ganz langsam in diese Welt eingeführt. Man wird ganz langsam an die Geschichte herangeführt. Man bekommt ultra viel, viel Hintergrundinformation und man bekommt das alles ausführlich erklärt. Und ich habe mir am Anfang schon so gedacht, so, das strengt ganz schön an. Und ich muss sagen, die ersten 300 Seiten waren auch wirklich echt langweilig für mich. Also da musste ich wirklich mich durchbeißen. Aber danach wurde es besser. Also die zweite Hälfte vom Buch ist definitiv besser wie die erste. Denn wie gesagt, in der ersten Hälfte wird alles nur erklärt und du kriegst Informationen, aber es passiert nicht wirklich viel. Also es passieren schon 1, 2 kleine Sachen, aber es passiert nicht wirklich viel. Und das ist sehr... Also für mich war das zumindest so. Ihr wisst, ich mag das nicht so, wenn die Schreibstile so ausschweifend sind, so à la Cassandra Clare oder... Ja, wer schreibt jetzt noch so ausschweifend? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall... Ja, mag ich sowas ja nicht, wenn alles bis ins Detail beschrieben wurde. Aber hier fand ich es gut. Also, weil diese Welt braucht das definitiv. Denn es ist keine High-Fantasy-Welt, wo es einfach nur Zauberer gibt. Nein, es gibt in dieser Welt Zauberer. Das sind die Gardnerierinnen. Ich merke mir das nicht. Wie heißen die? Gardnerien. Gardnerien. Oh Gott, ich kann immer nicht aussprechen. Ja, auf jeden Fall gibt es dann da quasi diese Zauberer. Dann gibt es Kelten. Dann gibt es Elben. Dann gibt es noch... wie hießen die? Lass mich nochmal kurz gucken. Amaskrieger. Dann gibt es noch die Lykaner. Dann gibt es noch die... Gott, wie hießen die denn alle? Ich merke mir das. Ich habe mir das alles schon gar nicht mehr gemerkt. Also da gibt es so viele verschiedene Arten und Völker in diesem Buch, dass man sich das alles gar nicht so auf Anhieb merken kann. Und deswegen braucht diese Geschichte auf jeden Fall viel Hintergrundwissen und viel Hintergrundinformation, weil man einfach sonst überhaupt nicht durchblickt. Und deswegen, der erste Teil ist wirklich quasi nur so ein Heranführen an die Geschichte. Man lernt die ganzen Charaktere kennen. Man bekommt aufgezeigt, in was für eine Richtung sich das tendenziell alles entwickeln wird. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Also das hat mir richtig gut gefallen, denn wie gesagt, normalerweise mag ich sowas nicht. Und die erste Hälfte vom Buch war auch so ein bisschen... Oh, aber danach wurde es definitiv besser. Und ich kam eigentlich mit Eloran als Protagonistin in diesem Buch auch ganz gut klar. Und ihre Naivität ging mir streckenweise echt auf den Sack. Weil Eloran ist quasi am Arsch der Welt aufgewachsen und hat keine Ahnung von der Politik. Sie hat keine Ahnung von diesen ganzen Völkern. Und
man lernt das quasi alles mit Lauren zusammen. Und das fand ich aber wieder gut. Und das war mein Handy, Entschuldigung. Und ja, das fand ich gut. Und wie gesagt, diese Naivität, die Lauren dann sich trotzdem immer wieder beibehalten hat, ging mir dann streckenweise manchmal schon auf den Keks. Aber zum Ende hin wurde das noch besser. Und ich muss gerade sagen, was Lauren als Protagonistin betrifft, ist noch so viel Potenzial in der Geschichte. Da kann man so viel draus machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hier richtig noch 6 richtig gute weitere Bände werden könnten. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die schwarze Zauberin weitergeht, denn das Ende ist so mitten im Satzende. Also das ist wirklich so ein Ende, so da, Punkt. Und du denkst dir so, what? Da haut ihr jetzt mit dem letzten Satz nochmal so ein Kracher raus und dann ist das Buch einfach mal vorbei. Und ich dachte mir so, ja, das ist jetzt hier nicht euer Ernst. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil zu Die schwarze Zauberin. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und wie gesagt, es ist noch so viel Entwicklungspotenzial in der Geschichte. Und ich bin echt richtig gespannt, was die Autorin da noch draus machen wird. Und ich kann allen High-Fantasy-Lesern da draußen wirklich nur sagen, schaut euch Die schwarze Zauberin an. Es ist auch ein Buch, wo die Liebesgeschichte schon wichtig ist. Also wo dieses ganze Liebesgedöns, Konstrukten, alles, was da drin vorkommt, schon wichtig ist. Aber das dominiert die Geschichte nicht. Also es ist nicht wie bei Das Reich der 7 Höfe, wo die Geschichte von Fair und im Vordergrund steht, sondern es gibt ein, also das dominiert die Geschichte nicht, sondern dieses ganze Zwischenmenschliche zwischen den Völkern ist ja eher das, was so im Vordergrund steht und das fand ich richtig gut und ich mochte es und kann es euch wirklich nur empfehlen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich im März gelesen habe und auch dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte auch hier die Welt, in der das spielt, ich mochte den Ansatz der Geschichte und ich muss aber sagen, dass das für mich jetzt alles nichts hundertprozentig Neues war. Also so eine Geschichte gab es in einer abgewandelten Form und Art und Weise schon das ein oder andere Mal. Aber ich fand es halt gut, wie das Ganze abgehandelt wurde. Ich fand gut, wie das Ganze erzählt wurde. Und das hat für mich dieses, es ist nichts Neues, wieder weggemacht. Und zwar rede ich von Fire and Frost von Ellie Blake. Das ist der erste Teil vom Eis berührt. Und ich liebe das Cover. Ich kann es immer wieder nur sagen. Ich finde dieses Cover einfach wunderschön. Ich zeige es euch nochmal. Ist es nicht schön? Es wird jetzt Leute geben, die dieses Cover nicht schön finden. Hallo Dirk, sei gegrüßt an dieser Stelle. Aber das ist völlig in Ordnung. Es kann einem ja nicht immer alles gefallen. Und ja, ich mag das Cover auf jeden Fall total. Und ich mag auch die Geschichte, die hinter diesem Cover steht. In dieser Welt gibt es ja diese Frostblots und Fireblots. Und das sind so Menschen mit magischen Fähigkeiten. Die einen können Eis beherrschen und die anderen das Feuer. Und wir treffen hier zwei Charaktere, die eine ist eine Fireblood und der andere ist ein Frostblood und die beiden treffen dann so aufeinander und machen gemeinsame Sache und das fand ich richtig gut, es hat mir gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht, denn es ist ein offenes Ende. Es hat jetzt zwar keinen mega fiesen Cliffhanger, aber man möchte schon noch wissen, was dieses ganze Drum und Dran und was da dahinter steht, was man in diesem Buch noch erfahren hat, wie es damit einfach weitergeht und ja. Schauen wir mal, was Ruby alles noch erleben wird und ich möchte auch hier auf jeden Fall weiterlesen. Es wird auf jeden Fall auch eine Trilogie werden, das steht hier hinten schon drauf, Band 1 der Bestseller-Trilogie aus den USA. Und ja, auch hier ist noch Potenzial in der Geschichte, das Ganze weiterzuerzählen. Und wenn ihr Lust auf eine High-Fantasy-Geschichte habt, wo ich sage, dass die Story an für sich jetzt nichts Innovatives Neues hat, aber die Geschichte richtig gut erzählt ist und es auch eine Liebesgeschichte gibt, die aber nicht im Vordergrund steht, aber trotzdem für das Buch sehr, sehr wichtig ist, dann schaut euch Fire and Frost auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich freue mich auf den zweiten Teil und bin gespannt, was mit Ruby und Arcus hier noch alles passiert. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich das sehr, sehr mochte und ich euch auch das Buch, wenn ihr High Fantasy mögt, wirklich nur empfehlen kann. Meine Güte, ich habe extrem viel High Fantasy gelesen im März, stelle ich gerade fest, und auch extrem viele Liebesbücher. Naja, egal. Kommen wir damit zum vorletzten Buch für dieses Video und zwar ist das Reich der 7 Höfe, Sterne und Schwerter, der letzte Teil dieser Trilogie. Also ich mache mal diese Gänsefüßchen, weil an und für sich geht die Geschichte ja noch weiter. Also es gibt noch ein Zwischenband, A Court of Frost and Starlight heißt der im Englischen, der kommt jetzt im Mai raus. Da wird an das Ende von diesem Buch hier angeknüpft und eine Überleitung gebaut zu den Nebencharakteren. Denn es soll hier eine Spin-off-Reihe geben, wo die Nebencharaktere aus Das Reich der 7 Höfe nochmal ihre eigenen Geschichten bekommen, was ich mega, mega gut finde, denn ich feiere die Charaktere in diesem Buch total. Und ja, dass das hier nicht zu Verwirrungen führt. Also die Geschichte von Feya ist mit dem dritten Buch abgeschlossen.
Es kommt aber noch eine Spin-off-Reihe zu den Nebencharakteren und damit das nicht so abrupt dann wechselt, hat die Autorin hier quasi so einen Überleitungsteil geschrieben. Der hat in Amerika auch nur 200 Seiten. Also wenn man sich jetzt die 800 Seiten hier anguckt, hat das nur 200 Seiten, dieser Überleitungsteil. Und ich habe schon gesehen, mir hat eine Abonnentin das auch zugeschickt, dass Court of Frost and Starlight auf jeden Fall auch mit übersetzt wird vom DTV Verlag, was ich mega cool finde. Es steht noch kein Datum fest, wann es rauskommt, aber ich finde es cool, dass es auf jeden Fall mit übersetzt wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich freue mich auf die Geschichten von jedem einzelnen Nebencharakter. Gerade die Geschichte von Cassian und Nesta, da freue ich mich schon so drauf. Und ich möchte unbedingt die Geschichte von Azriel lesen. Azriel ist so ein Charakter, den liebe ich einfach über alles. Und ich möchte, dass der einfach ein Happy End bekommt. Kennt ihr das, wenn ihr bestimmte Charaktere so toll findet, dass ihr einfach nur wollt, dass die glücklich sind? So geht's mir mit Azriel. Und auf jeden Fall der dritte Teil, das Reich der Sieben Höfe, Sterne und Schwerter, war ein so krass gelungener Abschluss für diese Reihe. Es war einfach so unglaublich gut. Was Sarah J. Maas sich hier wieder ausgedacht hat, war einfach der Hammer. Und ich habe hier so viele Stellen in diesem Buch gefeiert, dass ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe einfach wegen dem ganzen Buch, habe ich mir nur gedacht, ja, ja, jawohl, gib's ihr, mach ihn kalt, yes, haut ruf. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin da voll mitgegangen in dem Buch und ich bin da voll aufgegangen in diesem Buch. Und ich hatte, nachdem ich das Buch gelesen hatte, echt so einen Blues. Ich hatte so ein richtiges Leseloch. Ich wollte kein anderes Buch lesen, nachdem ich dieses Buch beendet hatte. Bin in so ein richtiges Loch gefallen. Ich konnte dann auch erstmal keine Jugendbücher lesen. Also ich habe dann, nachdem ich das Buch gelesen habe, glaube ich, 3 Liebesromane gelesen, um irgendwie erstmal wieder mit meinem Lesefluss klarzukommen. Denn dieses Buch ist einfach so unglaublich gut und perfekt und alles, dass man jedes Buch, was man danach liest, automatisch scheiße findet. Ich kann es nicht anders sagen. Also hätte ich nach Das Reich der Sieben Höfe gleich Fire and Frost gelesen, hätte ich dieses Buch wahrscheinlich nicht gut gefunden. Weil einfach für mich kein anderes Buch an diese Geschichte rankommt. Das Reich der Sieben Höfe ist wirklich die beste High-Fantasy-Jugendgeschichte für mich persönlich, die ich je gelesen habe. Und da wird auch nichts anderes rankommen. In keinster Art und Weise. Also Sarah J. Maas hat hier einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte geschrieben, die ich über alles liebe und die rundum perfekt ist. Ich habe in diesen Büchern nichts zu meckern. Nichts. Gar nichts. In keinem dieser 3 Bücher habe ich irgendwas zu meckern. 0,00 nichts. Und ja, ich liebe sie einfach sehr. Und ich kann jedem, der gerne High Fantasy liest, nur sagen, lest Das Reich der Sieben Höfe. Ich liebe es. Es ist aber eine High Fantasy Geschichte, wo die Liebesgeschichte definitiv im Vordergrund steht, weil die absolut wichtig für die Geschichte ist. Und es wird dadurch natürlich sehr, sehr kitschig teilweise und romantisch und schmalzig. Und das sollte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Aber ich liebe diese Reihe und ich glaube, viele von euch lieben sie auch. Und Sarah J. Maas, wuhu, wuhu. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also ich liebe, liebe, liebe es und kann es euch wirklich nur empfehlen. Damit sind wir bei dem letzten Buch von meinen 13 gelesenen Büchern. Und zwar ist das Diabolik durch Wut entflammt von S.J. Kincaid. Das ist der zweite Teil dieser Trilogie. Und ich kann nur sagen, oh mein Gott, war dieser zweite Teil krass. Hier sind so viele Dinge passiert in diesem Teil, womit ich absolut nicht gerechnet hätte. Und das Ende hat mir echt mein Herz gebrochen. Mein Herz war gebrochen. Ich habe so mit Nemesis gelitten und ich habe mir gedacht, nein, das kann nicht sein, ich will nicht, dass das so passiert. Und ich bin jetzt so auf den dritten Teil gespannt und ich hoffe irgendwie immer noch, dass es hier ein gutes Ende nimmt für Nemesis, aber ich bezweifle es irgendwie gerade nach diesem Ende. Oh mein Gott, es ist so viel krasser Scheiß hier in dem zweiten Teil wieder passiert. Die Autorin hat es einfach drauf, hier Wendungen reinzukloppen, mit denen man nicht rechnet, die man absolut nicht kommen sieht. Und man denkt sich nur so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was ist jetzt hier los? Ich verstehe es gerade nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ja, es war einfach so gut. Es war so, so gut. Und ich liebe den zweiten Teil. Ich liebe den genauso wie den ersten. Und es war einfach so toll. Und ich bin jetzt echt auf den dritten Teil gespannt. So, jetzt hat mich gerade die Post irgendwie noch gestört. Wo war ich denn jetzt? Ja, ich glaube, ich war gerade dabei zu sagen, dass ich dieses Buch einfach mega toll fand. Dass die Handlung gut war, die Charaktere, das Setting. Ach, ich war beim Setting. Seht ihr? Ich wollte gerade sagen, dass ich diese Science-Fiction-Welt ganz, ganz toll finde. Dass ich es richtig, richtig cool finde, was S.J. Kincaid sich ja alles ausgedacht hat mit diesen Raumschiffen und dem Weltall. Und was man jetzt hier im zweiten Teil auch alles noch erfahren hat, was so da dahinter steckt. So, oh mein Gott, so cool, so, so cool. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt auf den dritten Teil gespannt. Und ich kann euch Diabolik, den ersten Teil, wie auch den zweiten, wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Reihe, S.J. Kincaid.
Ich finde, sie schreibt einfach so toll. Sie schreibt so coole Wendungen. Sie schreibt das so actionlastig und so abenteuerreich. Und ich liebe Diabolik einfach sehr und kann es euch wirklich nur empfehlen. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer lest es. Unbedingt lest es. Nemesis ist eine so, so tolle Protagonistin. Das war mein Lesemonat vom März. Und wie immer gilt, wenn ihr eins von den Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hallo, ich nochmal. Eigentlich sollte dieses Video an dieser Stelle jetzt zu Ende sein. Aber ich habe ein Buch vergessen, was ich im März beendet habe. Und, ja, das liegt daran, dass ich teilweise Bücher aus meinem Regal genommen habe und sie in meinen Kleiderschrank gepackt habe, weil ich einfach keinen Platz mehr habe für die Bücher und ich diese Bücher aber auch nicht unbedingt jetzt weggeben möchte und ich deswegen irgendwo diese Bücher zwischenlagern muss, bis ich irgendwann mal noch ein neues Bücherregal kriege. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Buch vergessen und habe es jetzt gerade drüben auf dem Bett liegen sehen, als ich die Softbox weggeräumt habe. Und zwar habe ich im März auch noch mitgelesen, Wintersong von S.J. Jones. Ich habe das Buch voll vergessen. Wie kann mir denn sowas passieren? Ja, Wintersong habe ich gleich Anfang März gelesen und beendet und deswegen habe ich wahrscheinlich da auch null mehr dran gedacht. Und Wintersong war ja ein Buch, wo ich echt gemischte Gefühle hatte. Und ich bin mir auch immer noch nicht so im Klaren, wie ich dieses Buch nun finden soll. Einerseits fand ich es cool, weil das echt ein richtig anderer Ansatz in der Geschichte mal war und einfach mal was komplett anderes. Und andererseits fand ich es einfach nur verwirrend und Müll. Also ich bin, was dieses Buch betrifft, echt immer noch im Zwiespalt und das nach über einem Monat. Also wie gesagt, diese ganze Herangehensweise an dieses Buch fand ich irgendwie merkwürdig, aber an und für sich die Handlung fand ich cool. Ich kam aber auch mit Liesel als Charakter nicht so 100% zurecht und der Erlkönig war auch irgendwie ein bisschen schizophren und ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde dieses Buch eher doof, als dass ich es gut finde. Also wie gesagt, es gab schon coole Sachen in diesem Buch, was mir auch gefallen hat, aber es waren halt auch Sachen in diesem Buch, die ich doof fand. Also ich bin da echt immer noch so im Zwiespalt mit mir, ne? Also Wintersong ist halt echt eine Geschichte, sowas muss man mögen. In diesem Buch steht sehr, sehr viel die Musik im Vordergrund. Es geht ganz viel um halt so Interpretation von Musik und es geht um das Schreiben von Musik, um das Komponieren und das Spielen. Und ich habe damals, glaube ich, gesagt, dass das Buch so für mich so eine Mischung ist aus Roman, aus Gedicht und Ballade. Also auch diese ganze Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist, ist halt so was ganz, ganz Eigenes. Und ich würde jedem empfehlen, bevor ihr euch dieses Buch kauft, schaut euch die Leseprobe an. Denn wie gesagt, dieser Schreibstil ist schon echt was ganz, ganz Eigenes und was ganz, ganz Besonderes halt dadurch auch, dass es nicht jeder mögen wird. Und deswegen würde ich euch definitiv empfehlen, schaut euch definitiv die Leseprobe an, bevor ihr euch das Buch holt. Denn wie gesagt, es ist schon sehr, sehr speziell. Also ich bin, was das Buch betrifft, nach über einem Monat immer noch im Zwiespalt. Es war auf der einen Seite richtig cool und ich mochte die Handlung und ich mochte dieses ganze Drum und Dran mit diesem Erlkönig und auch diese Hintergrundgeschichte fand ich cool. Aber auf der anderen Seite war es einfach nur verwirrend und richtig, richtig Müll. Also ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber ich weiß es immer noch nicht. Deswegen ist Wintersong auch bei mir im Schrank gelandet, weil das ein Buch ist, was ich jetzt nicht unbedingt aussortieren möchte, aber ich muss es jetzt auch nicht zwingend im Regal stehen haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde euch das bei meiner Bücherregaltour, die ich nächsten Monat mal abdrehen werde, mal wieder, werde ich euch das Ganze auch zeigen, dass ich wirklich in meinem Kleiderschrank ein Regalfach leergeräumt habe. Boah, ich bin so krank, ne? Dass ich echt ein Regalfach leergeräumt habe in meinem Kleiderschrank, dass ich dort Bücher reinlagern kann. Aber es ist echt zum Kotzen. Wir haben hier eine so kleine Wohnung, dass wir hier einfach keinen Platz mehr haben für noch ein Bücherregal. Und deswegen muss ich halt ein bisschen aussortieren. Ich wollte die Bücher aber auch nicht in den Keller stellen, weil unser Keller ist zwar trocken, aber Keller ist irgendwie Keller und das will ich nicht. Und ja, deswegen liegen die jetzt in meinem Kleiderschrank. Ich glaube, ein Regalfach könnte ich notfalls dann immer noch leer machen für weitere Bücher, die dann da reinkommen. Aber ja, hoffen wir mal nicht, dass das so schnell geht. Und ja, ich hoffe, wir haben irgendwann mal eine größere Wohnung. Irgendwann einmal werden wir vielleicht umziehen und eine größere Wohnung haben. Ich könnte ja hier in die Stube rein theoretisch noch ein Regal stellen. Allerdings weiß ich dann nicht, wohin mit meinem Staubsauger. Und das ist echt das Problem. Sonst hätte ich hier schon längst hinter die Stubentür noch ein großes Regal. So ein schönes Billigregal würde da locker hinpassen. Aber da ich nicht weiß, wohin mit meinem Staubsauger,
kann ich das Regal dort nicht hinstellen. Tata! Naja, egal. Mein Hund bellt. Ich bin eigentlich auch schon fertig mit Drehen. Hab halt, wie gesagt, nur das Buch vergessen. Und ja, falls ihr Wintersong kennt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare und wie ihr das fandet. Ich bin da echt immer noch im Zwiespalt. Und mehr gibt es jetzt aber wirklich nicht zu sagen. Und ich würde sagen, jetzt aber richtig. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.